Also, ich bin an einer Stelle, an der es sehr viel Dampf bzw. Rauch und sehr viel Licht gibt. Und an der ich mich ducken muss, um vor dem Licht zu, mich vor dem Licht zu verstecken. Du wirst es ja gleich sehen. Also das letzte Video, was ich dazu geschnitten habe aus den vergangenen Streams, hat damit aufgehört, dass das Bild sehr pixelig wurde und sehr, sehr verzerrt, was für mich genug Anlass gab, den Stream an der Stelle abzubrechen. Und ich war ein bisschen weiter, als ich jetzt hier bin, aber ich bin, denke ich mal, relativ schnell wieder da. Dann schauen wir mal, ob sich das Spiel vielleicht heute beenden lässt. Ich weiß nicht. Fünf Kapitel hat es, glaube ich. Du weißt das besser wahrscheinlich. Ich meine aber, fünf Kapitel gelesen zu haben. Und dementsprechend wird es wahrscheinlich heute nichts mit fertig werden. Beziehungsweise wahrscheinlich wird mir irgendwann nochmal die Leitung wieder einen Strich durch die Rechnung machen, wenn dann das Bild wieder verzerrt. Toneinstellungen müssten relativ optimal sein. Ich habe es vorher getestet. Du sagst mir aber, wenn irgendwas komisch ist. Okay, ich glaube, da bin ich gerade reingekommen. Sehr schön. Ist immer toll, wenn man sich über was völlig anderes unterhält und dann noch versucht, sich auf das Spiel zu konzentrieren. Ich war auf dem richtigen Weg. Hier muss ich jetzt aufpassen, da wird es nämlich gleich lustig. Ja, genau. Jetzt muss ich noch jetzt muss ich noch gucken, wie duckt man sich hier. Ja, genau. Dann muss ich, glaube ich, hier durch. Ja. Genau an jener Stelle war ich zu Ende des letzten Videos, beziehungsweise zu Ende des letzten Streams. Ja, genau. Und hier geht's dann so ein bisschen zu. Hier immer schön verstecken. Ja, es gibt wieder verschiedene Enden, gell? Aber ich habe ja bei Layers of Fear 1 auch das Schlechte bekommen. Da gab es, glaube ich, drei verschiedene Enden. Blöde bei solchen Spielen ist immer, wenn man nicht weiß, was man tun muss für das jeweilige Ende, dann steht man relativ im Wald. So. Ich vermute, ich muss dahinter. Irgendwie sieht das so aus, als müsste ich dahinter. Ich weiß leider nicht mehr, aufgrund des monatelangen Nichtspielens. Oder da lang? Ob es hier irgendeine Möglichkeit gibt, dass einem das Spiel sagt, du geh mal in die Richtung. Das da hinten wirkt ja schon recht interessant, aber das da vorne wirkt fast interessanter. Vielleicht hat das aber auch Auswirkungen aufs Ende. Das wissen wir nicht. Oh, hat mich erwischt. Herr der Öfte! Herr der Öf! Hallo? Oh, der Tod ist furchtbar. Ja. Ich auch, wenn ich so spiele. Der Tod ist furchtbar. Ja, wenn er so ist, natürlich, ist klar. Ne? Gibt da bessere, wahrscheinlich. Cool im Kopf und fertig. Ja, soll aber jetzt nicht das Thema sein. Gut. Es geht weiter. Ich hab da. Wenn ich jetzt noch wüsste, was ich vor einer Minute noch geschwafelt habe, dann wüsste ich wahrscheinlich, was du mir gerade sagen willst, ne? Aber ich bin über 30. Das ist bei mir mit der Erinnerung nicht mehr so. So. Also komm, ist ja eigentlich auch wurscht egal, ob ich hier zigtausend Mal verrecke, ich schneid's ja eh weg. Ja, im Video dann. Das heißt, im Klartext, ich bleib erstmal hier. Ich würde es jetzt mal da hinten rausprobieren. So, ich bin hier? Was? Was denn? Was denn? Was denn? Der Tod ist furchtbar. Das Spiel ist aber auch langsam. Hör doch mal auf, du! Da wirst du von diesem scheiß Drecksvieh die ganze Zeit verfolgt, dann kommt auch noch sowas. Jetzt bin ich zumindest mal insoweit aber fortgeschritten in meiner Bildung, dass ich weiß, dass es dort nicht so wirklich weitergeht. Das heißt, ich werde mich wahrscheinlich doch eher darauf konzentrieren, nach vorne zu laufen und nicht nach links. Ich will ja jetzt ja auch nicht stundenlang rumdraxeln an der gleichen Stelle. Allerdings wäre es mir dann schon irgendwo wichtig, vielleicht auch den ein oder anderen Gegenstand noch zu finden, der vielleicht wichtig ist. Irgendwie konnte man hier auch noch rennen. Ja, genau, so nämlich konnte man rennen. Kiekste, so geht rennen. Ja, ich bin ja schon versteckt. Rikki-tikki, hi, du bist auch da. Ich freue mich. Du hast das auch gespielt, glaube ich. Das ist das Schöne am Stream, ne? Man
kriegt dann nicht irgendwann so im Video den Kommentar, du, da hättest du vielleicht das machen können. Wo du dir dann denkst, ja, du Blödmann, ich hab das Spiel schon längst durchgezockt, du Affe. Hier kann man wenigstens noch ein kleines bisschen mitwirken. Das Klavier da vorne sieht sehr interessant aus. Wer schreibt denn hier Nachrichten, die zur Überprüfung zurückgehalten werden? Hast du bestimmt einen Link reingehauen oder so, einen Link zu einem Video, ne? Bestimmt, das darfst du doch nicht, ja, darfst du nichts verlinken. Ist doch illegal, ist doch das. Ein Redwood. Na, hätte, was war? Was war? Da hat sich doch was bewegt da vorne. Da hat sich was bewegt, oder? Habe ich, also ich meine, ich habe einen Schatten gesehen. Ist mir aber eigentlich auch relativ wurscht. Am Klavier kann ich jedenfalls nichts machen. Was ist denn da oben? Da ist auch noch, da komme ich bestimmt auch noch hin. Also, ich muss ziemlich sicher dahin, ne? Also, es geht ja fast nicht anders. Ist kacke. Ist irgendwie kacke. Ich möchte das nicht. Ich möchte doch schon irgendwie zumindest mal das Gefühl haben, dass es sich hier lohnt, nach ein paar Sachen zu suchen. Einfach zur Tür. Da bin ich jetzt auch. Danke. Schade, schade. Was haben wir denn da? Da war auch eine Tür. Oh, da sollte ich vielleicht auch nicht unbedingt rein, ne? Oder? Nee, ja doch, ist schlimm. Aber wenn ich hier geduckt bleibe, dürfte ja eigentlich nichts passieren, ne? Da vorne ist was. Da ist natürlich nichts drin. Ist ja klar. Interessant. Sowas hält YouTube zurück. Sind die doof oder was? Egal. Ja, hier ist nichts. Man kann das Fach öffnen. Es ist aber nichts drin. Das ist schade. Bin völlig umsonst hier hingegangen. Ja, ja, Däumchen hoch, genau. Ihr seid schon weiter als ich. Sogar Däumchen hoch habt ihr schon. Ich fühle mich immer komisch, wenn ich meinen eigenen Videos und Streams Däumchen hoch gebe. Mach ich natürlich nicht. So, ich gehe jetzt einfach mal hier weiter, weil ich es kann. Ich hoffe ja auch, dass ich jetzt irgendwann mal aus Kapitel 2 endlich raus bin. Warte. Gab es in dem Spiel eine Taschenlampe? Ich weiß es nicht. Muss ich hier raus? Vielleicht. Nee? Okay, muss ich woanders lang. Ist es denn die Möglichkeit, dass ich woanders lang muss? Ja, zum Beispiel. Nee, von da komme ich doch. Hilfe? Nee, geht eigentlich nicht, ne? Vielleicht muss ich da erwischt werden. Was ich wiederum auch nicht glaube. Ihr wisst das alle besser. Das macht euch zu besseren Menschen. Wegen dem YouTube-Algorithmus. Naja. Mit dem kenne ich mich eh nicht so aus. Der ist für mich nicht klar und deutlich definiert. Ja, guck mal eine Tür. Ist doch schön. Wenn alles schwarz-weiß ist, siehst du halt das nicht. Ist halt, wie es ist, ne? Was? Sie? Ach so, okay. Was ist denn hier? Kommt hier Licht durch? Nö. Okay. Also. Sieht so aus, als wollte das, dass ich da reingucke. Muss ich aber nicht. Kann ich auch nichts machen. Viehzeug, okay. Genau, die Tür. Es ist leider ein leichtes Delay da. Also meistens ist es so, es ist, als ob ich... Ja, meistens ist es halt so, sobald ich die Lösung dann selber gefunden habe, kriege ich eure Nachrichten in den Chat. Das ist geil. Ich weiß gar nicht, was für ein... Ihr könnt das ja mal versuchen. Und erst recht nicht Dislike. Ja, richtig. Ist ja noch schlimmer. Also, das kann ich mal drehen. Es ist, als ob ich nie wirklich hier gewesen wäre. Ja, so kommt es mir auch vor, ne? Ich weiß ja nicht, wie es hier aussieht. So, also. Diese Tür geht nicht auf. Wer hätte das gedacht? Hier ist eine Kurbel. Vermutlich... Moment. Jetzt, dann sehe ich da vorne, was da passiert.
Jetzt kann ich die Kurbel nicht mehr drehen. Es ist ein Wahnsinn, dieses Spiel. Ich kann mich auch nicht bewegen. Muss ich da... Was? Schatz! Jetzt steht da was an der Tür. Stand das vorher auch schon dran? Ich habe nicht darauf geachtet, ehrlich gesagt. Aber jetzt müsste es aufgehen, jawohl. Ja, hier hat sich jemand erhangen. Nein, du bist nicht immer zu spät mit den Kommentaren. Es mag durchaus sein, dass wir eine gewisse Verzögerung hier haben. Beim Ricky Dicky im Stream sind das immer gefühlt 10 Minuten. Nichts für ungut. Spaß. Das ist dann auch immer so, da gibt man, beziehungsweise das ist ja leider auch ewig her, dass ich da mal einen Stream geguckt habe, aber da wollte man dann auch irgendwie was fragen oder was sagen oder einen Tipp geben und dann war die Lösung längst gefunden, als jener Tipp ankam. Ja, da hat mir bis jetzt das erste auch besser gefallen, weil ich checke hier so gut wie gar nicht, was los ist. Ich weiß, wir sind Schauspieler, ich weiß, wir sind, der Regisseur ist wohl sehr, sehr penibel. Das war's. Das ist all mein Wissen über dieses Spiel. Oh, guck mal. Dann können wir wieder Wasser auf... Ich will das Wasser. So. Wasser aufdrehen, ja. Das ist eins der Schlüsselfeatures des Spiels. Das wissen wir. Gut, ich könnte jetzt natürlich... Ich kann das ja übers YouTube-Studio einstellen, dass das mit den Kommentaren schneller geht, beziehungsweise mit dem Chat. Dafür habe ich dann aber gegebenenfalls schlechtere Übertragungsqualität. Und da ich ja noch... Ah, hallo! Da ich ja noch Videos draus machen will, möchte ich natürlich möglichst gute Qualität haben, ne? Wäre das jetzt nur so ein Spaßstream, den ich danach eh wieder lösche, dann wäre es mir relativ wurscht. Also so ein... Natürlich ist es auch ein Spaßstream. Hallöchen, Ärmchen, aber wenn es jetzt dann nur darum ginge, dass man jetzt hier so einen Abend mit netten Leuten verbringt, wie mit euch, ohne das Ganze danach dann noch verarbeiten zu wollen, dann wäre mir das relativ wurscht, ob da die Qualität mal ein bisschen hakelt. Ich werde es aber vielleicht irgendwann spaßhalber mal mit irgendeinem Drecksspiel wie Goat Simulator oder so ausprobieren. So spaßhalber, ob das überhaupt einen Unterschied macht. Meine Internetleitung dürfte eigentlich schnell genug sein, dass er das trotzdem durchzieht. Ah, den kann man einstellen, den Delay. Ach so. Ja, was ich alles noch nicht weiß über YouTube, ne? Ist das, wenn man immer bloß das Nötigste macht? Der tödliche Witz. Ja, toll. Ich lach mich tot. Der Tod ist furchtbar. Ich hätte jetzt gern gewusst, wo ich lang muss. Aber ich hatte es ja vorher unten schon gedacht. Der tödliche Witz tritt ins Licht. Doch ins Licht. Soll ich doch nicht die ganze Zeit so... Das Licht vielleicht. Ja, nehmen wir mal an. Ich gehe jetzt da... Also, da lang. Dann falle ich runter und bin unten. Tritt ins Licht. Vielleicht. Ja, ich sollte vielleicht auch... da weiterlaufen können. Das ist ja doof. Ja, der Tod muss wunderschön sein. Nee, er ist furchtbar, das haben wir schon festgestellt. So, ich liefere eine heldenhafte Vorstellung heute. Zu versuchen, jetzt einfach mal hier rüber zu gehen, ne? Obwohl da jetzt noch kein Weg ist, ist da vielleicht ein unsichtbarer. Wenn ich das jetzt hier aktiviere, wir werden es gleich sehen. Ja, natürlich ist ein unsichtbarer Weg da, ne? Ist ja... Hüss! Okay. Ist klar. Sie? Gehen Sie auf? Nee. Und dann... Jawohl, dann geht das auch schon weiter. Allerdings könnten wir mal ein bisschen schneller tun. So, hier wieder aufpassen. Bisschen langweilig auch gerade, ne? Passiert ja nicht wirklich was. Nur ein bisschen Licht.
So, hier auch aufpassen. Nö, passiert nichts. Alles ist gut. Wir gehen wieder in einen Raum hinein. Der Raum hat eine Tür. Die ist sehr offensichtlich. Wir können uns wieder aufrichten. Da ist ein Schalter. Da ist ein Vorhang, welchen zu lichten wir hier sind. Eine Wanne. Mit Flüssigkeit. Die blubbert. Einer Puppe, wie wir sie schon oft gesehen haben in diesem Spiel. Schon sehr oft in jedem Fahrstuhl. Ja, gluckert ein bisschen, ne? Was ist denn hier passiert? Wenn das Wasser kochend aus der Leitung kommt, ist auch nicht so toll, ne? Aber jetzt mal ernsthaft. Können wir hier irgendwas tun? Was angucken? Wasser aufdrehen? Ne, hier geht's jetzt nicht. Aber ist ja auch schon welches drin. Was soll's. So. Oh je, die Wanne. Wieso? Was ist mit der Wanne? Sprich. Ist was mit der Wanne? Passiert noch was gleich? Wovon ich nichts wissen darf, weil ich mich sonst nicht erschrecke. Auf jeden Fall sind ja mal keine Points of Interest. Zumindest sehe ich mal kein Symbol, das mir sagt, nimm oder guck. Muss ich vielleicht den Vorhang noch etwas rüberziehen? Ne, der geht nicht weiter rüber. Muss ja vielleicht dann nochmal nach links, dass ich da hinkomme. Nö. Also sagt mal nichts wegen der Wanne, ne? Selbst wenn die Nachricht würde eh zu spät ankommen. Aber vermutlich passiert was, wenn ich jetzt... Moment. Ne, der Stecker steckt. Wenn ich jetzt einen Stecker... Ach so. Natürlich, deswegen blubbert auch das Wasser, ne? Blubberts Wasser nicht mehr. Der Schatten ist schon cool, ne? Also ab und zu erschrecke ich mich vor dem Schatten, so ein bisschen innerlich. Ne? Ich zeige das ja nicht nach außen. Ne, es blubbert immer noch. Jetzt bin ich tatsächlich perplex. Muss ich das Ding irgendwo anders reinstecken? Vielleicht daneben in die Dose? Ne, das ist ja nur eine Lampe. Wieso fandest du das mit dem Stecker schlimm? Es ist gar nichts passiert. Muss ich mit dem Stecker was tun? Sag's mir bitte. Muss ich vielleicht wieder reintun? Geht der überhaupt? Muss der woanders wieder reingesch... Muss ich den vielleicht in die Wanne werfen? You did it, Mr. Hardy. Now go. Fein. Frage jetzt, hätte ich nicht lieber... vorher durch die Tür gehen sollen, ohne das mit dem Stecker zu tun, weil das wird ja sicherlich auch eventuell das Ende des Spiels beeinflussen, ne? In irgendeiner Weise. Ja. Die Wand ist voll dreckig. Ja, war jetzt kein Spoiler, wenn er gesagt hätte, ja, gibt dann Licht und hier weg, dann wäre das Spoiler gewesen. Ah, jetzt sieht man auch, ist ein bisschen ein bisschen verkohlt. Ja. Aber wie gesagt, Frage ist jetzt natürlich, hat sich das jetzt irgendwie aufs Ende ausgewirkt. Aber da können wir uns stundenlang fragen, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es gemacht, das ist halt so. So, Tür. Warum sollte sie auch aufgehen? Es ist ja ein Gang da, ne? Den man durchschreiten kann, muss, soll. Und das hat. Nein. Ist das unser Kollege, vor dem wir wieder wegrennen müssen? Ihr dürft mich gerne spoilern. Muss ich wieder wegrennen? Ich hasse die Wegrennerei. Gemeiner Meuchelmord. Ach, es freut mich so, dass ihr da seid, wirklich. Sehr, sehr schön. Hallo? Kann ich in dich reingehen, vielleicht? Kann mir hier noch was passieren? Kann ich jetzt in... Oh, das ist... völlig uninteressant. Okay. Ja, okay, ich bin da weg. Ich gehe ja schon, ist ja gut. Hast probiert. Okay, alles klar. Das sind immer diese Kleinigkeiten. Solche Fragen stelle ich mir dann. Hätte ich da auch durchgehen können, ohne den gemeinen Meuchelmord zu begehen? Hm, hätte ich vielleicht woanders lang gehen können? Hätte es irgendeine andere Möglichkeit gegeben? Und dann rätselt man 70 Stunden gefühlt für nichts und wieder nichts. Sehr schön, dass dir gut geht. Das freut mich. Hallo Tür mit Gesicht. Ja, das erkennen wir auch schon alles irgendwoher. Wo gibt es denn noch Türen mit Gesichtern? Filme. Irgendwelche Filme.
Kann man das machen? Ich. Nein. Okay. Quali ist eigentlich noch gut, sehr schön. Ich sehe nichts. Super. Jetzt wieder. Moin. Was schauen Sie denn an? Ja. Watch out! Something's coming! Da kommt was. Nein! Ich will es nicht mehr sehen. Ich muss irgendwo hin. Ich muss dahin, vermutlich. Oh Gott. Der Feige stirbt schon viermal, ehe er stirbt. Ich kenne die ganzen Sprüche schon. Das ist das Schlimme. Ich habe die alle schon gelesen. Mehrmals. So, egal. Also, auch hier, wie vermutet oder wie ich es vermuten würde, ja, geht es natürlich nicht weiter, wenn man nicht vorher es triggert, dass hier Onkel Bob kommt. Ich nenne ihn einfach mal Onkel Bob, weil mir gerade nichts anderes einfällt, außer Onkel Bob spontan. Oh, das ist sehr nett fürs Tweeten. Dankeschön. Was mich zu der Frage führt, die wollte ich vorher schon stellen. Habt ihr das jetzt zufällig auf YouTube gefunden oder habt ihr das auch über meinen Twitter-Link oder Facebook-Link oder was auch immer? Oder ich habe es ja gestern schon angekündigt. Ja, ja. Ja. I need to keep moving. I try to keep moving. Ich habe keine Zeit. Ja, vielleicht da lang? Nee. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Jetzt bin ich wo runtergefallen? Okay. Ist noch jemand da runtergefallen? Die Glocke ist aktiv. Es gibt Leute, die die Glocke aktivieren. Ich hasse die Glocke. Wisst ihr warum? Weil man dann 70 Nachrichten jeden Tag hat, dass irgendjemand ein Video hochgeladen hat. Aber ich finde es natürlich toll, wenn man das tut und es tatsächlich auch nutzt. Aber mich hat sie tatsächlich irgendwann nur noch genervt. Deswegen habe ich die nirgends aktiviert. Aber ich mache das jetzt bei dir, Bitchpatsch. Okay, ich mache das jetzt. So, hier prügeln sich jetzt die Katzen. Das ist nett. Wenn ihr die Kerze umwirft, dann ist der Laptop kaputt. So, ich vermute, ich muss dahin. Ich will aber eigentlich nicht. So, jetzt stellt sich mir wieder die Frage, die Tür da oben, die wäre wahrscheinlich verschlossen gewesen und ich wäre nicht weitergekommen. Hier ist eine Wand. Gehen wir einfach mal hier lang, ist jetzt halt so. Wie gesagt, ich kann es ja eh nicht mehr ändern. Ich könnte höchstens das Spiel abschalten und den letzten Checkpoint nochmal laden. Boah, dann bimmelt diese Glocke bei euch dreimal die Woche normalerweise, gell? Das würde mich schon nerven. Wobei sie mich ja hauptsächlich genervt hat, weil ich die Glocke bei Gronkh aktiviert hatte und ich hatte allein vier Nachrichten am Tag. Gronkh hat ein Video hochgeladen. Gronkh hat ein Video hochgeladen. Und dann noch andere. Zwei. Achso, muss ich mir das angucken? Jetzt explodiert das alles. Alles kaputt. Was sollte mir die Explosion jetzt sagen? Ich weiß es nicht. Zu? Ja, lädst du, also an Bitchpatch jetzt gerichtet, lädst du momentan überhaupt keine Videos mehr? Also ich habe gesehen, dass da hin und wieder mal so The Forest lief jetzt, glaube ich, zuletzt. Act 3, Bloody Roots. Oh, I'm so excited, it's Act 3. I did it. Act 2 is finished. Ha, I love it. Soll ich den Stream beenden, vorsichtshalber? Dass das gespeichert bleibt, irgendwie so, keine Ahnung.